Prost, Stefan. Prost, Horst. Und willkommen beim Biertaucher Podcast 236. Und heute sind wir nur zu zweit. Wir sind zu zweit. Nämlich der Horst und der Stefan. Genau. Wir befinden uns in der Zypresse, Westbahnstraße 35a, 1070 Wien. Es ist Dienstag, 19.30 Uhr. Und das Ganze findet statt mit freundlicher Unterstützung von wukonic.com, der Internetagentur aus Österreich, vom Jörg. Und außerdem mit freundlicher Unterstützung von unseren Flatterern, die es im Gegensatz zu mir zusammenbringen, Flatter zu benutzen. Geht's wieder? Ja, es geht, aber ich bin zu deppert, den im Bett-Button zu machen, weil die haben diese, meine Lieblingswebseite wurde geändert, wo das draufsteht. Den müssen wir aber schon wieder zum Laufen kriegen. Ja, ja. Okay. Tja, dann kommen wir zur Themenliste. Was hast du da Schönes mitgebracht? Stefan packt jetzt etwas aus einer schwarzen Box und ich pack's nicht, es ist ein kleines dreibeiniges Stativ. Ich kann das nicht mit ansehen, dass du das Mikrofon da dauernd in der Hand hältst. Wahnsinn, du bist zu heitlich, Stefan. So, ich wurschtel jetzt das Krachknirsch auf das Stativ. Okay. Na, und ich habe mir für heute vorgenommen, alle Themen abzuarbeiten, die irgendwie so in den letzten Wochen angefallen sind, die ich immer wieder versprochen habe oder auch nicht versprochen habe, aber trotzdem sich angesammelt haben. Das ist einmal über das Ghostery-Plugin ein bisschen zu erzählen, ein Firefox-Plugin, das einem die Tracker vom Halse hält. Dann habe ich 200 Megabyte, mittlerweile sogar schon fast 300 auf meinem Handy gefunden und das wundert mich ein bisschen. Also Lernspace oder? RAM. RAM, oh. RAM. Ich, das erzähle ich dann. So wie ein Erdölforscher, ne? Der, oh, ich habe Erdöl gefunden. Ja, es ist irgendwie fast so gefühlt wie ein Perpetuum mobile. Es wird immer mehr bei mir in letzter Zeit. Dann Handy Alzheimer und baut ab. Das könnte auch sein. Da deuten auch gewisse Sachen drauf hin, obwohl es noch gar nicht so alt ist. Dann habe ich mir eine neue Tastatur gekauft und bin ganz begeistert davon. Es klickt wieder wie in alten Zeiten. Ich habe mir genauer angeschaut, das Modell mit dem Tintenstrahldrucker zurzeit vertickt werden. Mir hat das immer interessiert. Versuchst du gerade einen Tintenstrahldrucker zu kaufen? Ich war in Überlegung, mir einen zu kaufen. Ich werde es wahrscheinlich jetzt dann doch nicht tun, aber es ist ganz interessant, was ich da so dazu gefunden habe. Das ist ja immer wieder überraschend. Die sind ja ziemlich billig, wenn man so schaut, aber dann die Tintenpatronen, die man dann so, zahlt man dann Länge mal Breite. Dann einen Spieletipp, so, das ist was für ein Spiel für Weihnachten, wenn man nichts im Kopf haben will und nur mit zwei Tasten am Handy was spielen will. Sehr gut. Da bin ich mal reingefallen und hat mir ein paar Wochen nicht mehr wirklich loslassen. Dann ein kleines hübsches Python-Skript zum Ermitteln des Speicherverbrauchs von Programmen habe ich gefunden. Ja, und eine ganze Menge YouTube-Tipps. Das ist so eine Aneinanderreihung, eine Geschichte, die dann mit Weihnachten endet. Sehr gut. Die fängt an bei einer Loop-Maschine und endet bei Weihnachten. Ja. Ah ja, und noch was über den EFI-Bootloader. Habe ich mir ein bisschen geärgert, beziehungsweise habe ich gesehen, ich habe ihn nicht wirklich verstanden. Kennst du die mit dem aus? Nein. Da kann ich da was Lustiges erzählen. Okay. Das ist, wenn man Linux auf neuen Laptops oder neuen PCs installieren will, dann geht das doch ziemlich anders als früher. Habe ich auf die harte Tour gelernt. Gut zu wissen, ja. Yep. Das kann ich auch noch erzählen. Ich habe ein bisschen Baluch-Blog gelesen über was ist das Gegenteil von Tierschützer, Tiermörder? Auch, ja. Ja, okay, ja. So diese Tierfarmen, wie es so schön beschwichtigend ist. Ja, gewisse ÖVP-Kreise. Ja, und ja, sonst eigentlich habe ich bemerkenswert wenig zu berichten. Aber ich höre dir zu, vielleicht. Aber nichts von dem Jagdvorfall. Ja, es waren mehrere Jagdvorfälle. Er bloggt ja recht fleißig über. Sollen wir gleich damit anfangen? Oder? Ja. Machen wir erst die Nerd-Themen. Gut. Weil, du hast gesagt, dieses Linux auf ganz neuen Laptops installieren. Yep. Und da ist jetzt Grub nicht mehr der letzte Schrei? Oder? Doch schon, aber das ist nicht alles. Vorher dieses EFI? Oder? Die Geschichte war die, neuen Laptop beschafft, so einen relativ günstigen, so Preisklasse 450 Euro, mit einer SSD drin, 4 GB RAM von, was ist die Firma? Acer ist das. Und so wie so 120 GB SSD drinnen und ich wollte parallel
Linux installieren. Also wie man es so von früher kennt. Eben. Hast du dir vielleicht einen Laptop mit einem Linux drauf, mit einem Windows drauf gekauft? Ja, genau. Wirklich. Weil das ist nicht mehr wirklich anders gegangen. Also ich hätte es auch sogar ohne genommen, oder ich hätte es eigentlich lieber ohne genommen. Aber es war drauf, und nachdem er drauf war und mitsamt eines Rettungssystems und was Gott was alles, und man dachte, naja, installierst das parallel. Und CD-ROM-Laufwerk haben die Dinger ja nicht mehr, das heißt, man spielt sich per Unit-Boot in ein Image von einem Linux auf einen USB-Stick, stöpselt den an, bootet von dem, das hat alles ruckzuck funktioniert. Vom Stick booten können. Vom Stick ohne Probleme gebootet. Und das, ich verwende zurzeit immer das Ubuntu Mate. Ja, das ist da, so ein. Mit alter GNOME-Menü für. Ja, aber doch wieder. Das gar nicht so alt. Start-Button. Ja, Start-Button. Und das hat ein paar Ausprägungen. Also man kann es auch so umschalten, dass es ausschaut wie Windows XP oder wie Mac. Also da gibt es einen Umschalter mittlerweile. Das ist recht nett gemacht. Die haben sich da ziemlich bemüht. Und es läuft eben auch gut auf alter oder relativ alter Hardware. Und so wirklich beefy ist dieser Laptop ja nicht mit seinen. Das ist so ein obwohl er neu ist jetzt. Obwohl er neu ist, das ist ein Intel M-Prozessor. Okay, ja. Das ist im Prinzip der Nachfolger von den alten Atoms. Also eigentlich ist das was relativ lahmes. Besseres Netbook, genau. So ist es auch gedacht. Also das ist auch nur ein 11 Zoll Bildschirm. Kompakt, leicht. Das hat so ein bisschen über ein 1,2 Kilo. Und, aber sehr angenehmes Display. Also ich mag das nicht, wann das Display so glänzt. Ja. Gut, also erstes, was einem natürlich dann auffällt, wenn man dann installiert, also das Live-System bootet einmal super. Ja, und das Live-System hat ja immer so einen Knopf dauerhaft installieren. Ne? Ja, genau, ja. Aber ist auch WLAN sofort gegangen, Touchpad sofort gegangen, sehr alles sehr nett. Display richtig, Sound, hat auch gleich gepinkt am Anfang. Ja. Also es hat schon recht gut ausgeschaut, wobei ich habe vorher recherchiert, ob es auch gehen wird. Also ich habe es eigentlich dann fast auch erwartet, dass es gehen wird, und es hat auch funktioniert. Na gut. Nächster Schritt, man möchte das ja bannen auf die SSD, damit er halt schneller bootet, nicht das Übliche. So schnell ist auch ein USB 3.0-Stick nicht. Ah ja, so nebenbei auf jeden Fall von einem USB 3.0-Stick mit dem USB 3.0-Port installieren, sonst dauert das Ganze ewig und drei Tage. Sehr clever. So nebenbei, also das wird wirklich damit mindestens um einen Faktor 10 schneller, das Booten. Und also, wie erkennst du eigentlich von außen, welcher Port? Der blaue. Aha. Also bei den PCs ist es relativ leicht zu erkennen, die haben sich an die Konvention gehalten, dort wo der Mittelsteg im Port drinnen blau ist, das ist ein USB 3.0 Port. Die Macs halten sich, soweit ich weiß, da nicht so daran, aber letztens kennt waren dann alle 3.0, aber das soll sein. Erste Aufgabe, die man mal hat, ist Platz schaffen. Also, dass du das Windows verkleinerst. Das Windows verkleinern. Du machst das nicht, das machst du ja mit der Linux-CD, also mit dem Linux-Boot, ne? Das ist richtig. Ja. Und zwar mit dem Gparted. Ja, genau. Ja, das kann ja Partitionen verkleinern. Und das Gparted ist auch auf diesem Live-Image da von ist dem drauf, gleich ja. drauf. Und nachdem er ja dann damit nicht das oder kein System gebootet hat oder gemountet hat von denen, kann man es gleich wirklich sofort verkleinern und funktioniert ruckzuck. Man schafft sich also Platz und legt sich eine oder mehrere Partitionen an. Und ich nehme es gleich jetzt vorweg, es müssen mindestens zwei Partitionen sein, habe ich dann am Wege eine Swap. Gelernt. Die müsste man nicht einmal machen. Wenn du eine Swap haben willst, dann müssen es mindestens drei sein. Okay. Also eine für das Root-File-System wenigstens, eine Swap, nein, und eine EFI-Partition. Ah, du brauchst eine EFI-Partition. Du brauchst eine EFI-Partition. Ah, und wie groß muss die sein? Ich glaub, das 35 Megabyte, das ist gar nicht so viel. Wirklich nur 35 muss Megabyte. Muss die irgendwie speziell am Anfang sein, der Platte? Nein, muss sie nicht. Darf irgendwo auf sein? Dem Rechner zumindest nicht, die darf irgendwo sein. Macht es aber Sinn, sie am Anfang zu tun. Ne? Wenn man die Möglichkeit hat, aber die Möglichkeit hatte ich nicht, weil am Anfang lag schon eine andere EFI-Partition, nämlich die vom Windows. Und die darfst du aber nicht Das habe ich mich nicht getraut. Ja. Also ich habe einfach in dem Platz, den ich mir geschaffen habe, in dem ich Windows, wo ich das Windows verkleinert habe, habe ich eben eine EFI-Partition. Und ist die EFI-Partition jetzt sozusagen dazu da, um sozusagen wieder grob die anderen Betriebssysteme zu verwalten oder zu starten? Ja, BIOS-seitig. Also ja, ja. Den Grab gibt es noch immer. Und der kommt dann nachher noch ins Spiel booten, wie gewohnt. Ich erzähle mal noch weiter die Schritte und dann den Bootvorgang im Einzelnen, dann wird das Ganze ganz klar. Also ich habe das am Anfang nicht gewusst, habe einfach nur installiert, runtergefahren. Also hast du eine Home- und eine Swap-Partition gemacht. Genau, ja, und dann, also die Root und die Swap. Dann hat der Ubuntu behauptet, du kannst jetzt den Rechner neu starten. Genau, kannst auch neu starten und dann kriegst du Windows.
was natürlich lang ist. Und keine Alternative und kein Bootmanager und gar nichts. Mhm. Und dann habe ich mir das in BIOS ein bisschen genauer angeschaut und dann habe ich dort gesehen, dass UEFI oder EFI war nicht aktiv, sondern er war im Legacy-Boot-Modus. Das wäre eigentlich genau der, wo das so hätte funktionieren müssen. Hat aber nicht. Hat nicht funktioniert. Okay. Dann habe ich mir noch, ich habe es insgesamt viermal installiert oder fünfmal, nämlich immer den... Du hast ein Leben, ne? Ich hab ein Leben, ja, und ich habe den Boot-Sektor immer auf andere Medien geschrieben. Einmal auf die Partition, einmal auf die Platte vorn drauf, in den... Nichts hat genutzt. Mhm. Und ich war eigentlich schon so weit, dass ich mir überlegt habe, naja, dann schanze ich das Windows, was drauf ist, komplett und installiere komplett mal. Und dann habe ich noch ein bisschen nachgelesen in dem Ubuntu Users, in der Seite zum EFI dort. Und siehe da stand ein bisschen was mir geholfen hat. Nämlich, man muss einerseits eben so eine EFI-Partition anlegen. Mhm. Und zweitens muss man dem BIOS das manuell beibringen, dass es die gibt. Mhm. Und zwar funktioniert das so, dass es da zuerst einmal muss man das Umschalten von Legacy auf EFI. Ja. Schritt 1. Mhm. Schritt 2, man muss auch noch das Secure Boot aktivieren. Das muss aktiviert sein, das disable ich immer. Einmal aktiviert sein. Aha. Und wenn es aktiviert ist, dann gibt es einen neuen Menüpunkt plötzlich im BIOS, wo man Dateien als Erlaubte angeben kann fürs Booten. Und dort geht man dann hinein und wählt auf der EFI-Partition, die man angelegt hat, die man angelegt hat, gibt's, bevor du das gemacht hast. Genau. Ja. Die man angelegt hat, wo man dann auch drauf installiert hat, richtig? Mhm. Da gibt es dann eben auch drei EFI-Dateien vom Linux draufgelegte. Mhm. Und eine ist eben die vom Grab und die kann man verwenden. Mhm. Und damit hat man mit dem Grab sozusagen erlaubt. Mhm. So, dann dreht man das Secure Boot wieder ab. Dann dreht man es wieder ab, weil jetzt hat man es erlaubt. Ja, ja. Nämlich dieses Erlauben bringt ihm sozusagen bei, wo überhaupt diese EFI-Partitionen sind. Ja. Dann muss man noch einmal durchstarten und dann gibt es... Nur Neubooten. Neubooten. Nicht noch einmal installieren. Nein, Neubooten. Ja, ja. Und mit dem Neubooten taucht dann in der Listung der bootfähigen Geräte ein neuer Eintrag auf, den man zuerst bei diesem Erlauben der Datei kann man dem noch eine Bezeichnung mitgeben, dann einfach Ubuntu und dann gibt es auf einmal dieses neue Ubuntu in den möglichen Boot. Und hast du jetzt zweimal ein Bootmenü oder springt er dann gleich ins Grab-Bootmenü? Also, wenn du das auswählst als Standardmenü, das kannst du ihm sagen, das soll der erste Eintrag sein, dann fährt er in das Grab-Menü, wie du es gewohnt bist. Und vom Grab-Menü kannst du wieder Windows auswählen? Ja, weil also das Grab hat das Windows richtig erkannt, eingetragen. Ja. Das ist also vollkommen Grab war unschuldig. Grab war in der ganzen Geschichte unschuldig. Windows im Prinzip auch, sondern man muss eben diese EFI-Partition. Das ist sozusagen ein Grab vor dem Grab. Das ist ein Bootmanager vor dem Grab. Also es ist der Bootmanager im BIOS wird damit wesentlich aufgeblasen in den Optionen und kriegt eben neben den Laufwerken noch diese EFI-Partitionen als bootfähige Geräte. Und hat das EFI irgendeinen anderen Vorteil? Also kannst du jetzt irgendwie versteckte Dateien anlegen oder irgendwas Tolles machen? Mir ist eingefallen, mir würde eine Sache einfallen, die einen Vorteil wäre. Mhm. Ich könnte jetzt spaßeshalber wieder sagen, die Windows-EFI-Partition soll die Standard-Boot-Partition sein. Aber dann, wenn ich dann mit dem Gerät, dann kommt kein Grab mehr, so richtig. Dann versteckst du dein Linux. Dann verstecke ich mein Linux, wenn ich durch den Zoll gehe. Damit da nicht jemand auf dumme Ideen kommt. Dann kann er von dem Rechner ruhig booten, das wird immer wieder verlangt von einem, dass man beweist, dass, Ist man halt komplett neu. Ja, ja. Also damit kein Sprengstoff drin ist, oder was? Erstens das und zweitens auch die diversen Homeland Security und so weiter, die wollen halt schauen, was du so an Daten auf deinem Rechner hast. Und wenn du ihnen den Zugriff zu deinem Rechner verwehrst, lassen sie dich auch üblicherweise nicht einreisen. So. Also nicht nur den Rechner nicht einlesen, sondern gleich du bist dann auf der No-Fly-Liste. Genau, dann darfst du wieder zurück. Mhm. Und auf die Art und Weise kannst du sozusagen die Linux-Partitionen verstecken, weil das Windows wird sie dir nicht anzeigen. Mhm. Nicht? Und so gescheit, dass er selber ins BIOS geht und dort herum tut, dürfte der Zolltyp nicht sein. Dann müsste er das Secure Boot Kennwort wissen, dass du ihm dann vielleicht... Du sagst einfach, das weißt du selber nicht. Du kennst dich mit dem überhaupt nicht aus. Also ich glaube, da käme es drum. Das heißt, das ist richtig eine Berechtigung für Windows. Ja, das wäre eine Berechtigung für Windows, das Vorgaukeln, dass es kein Linux dafür gibt. Ja, weil vielleicht machst du dich ja schon verdächtig, wenn du dann Linux nicht mehr hast, dann bist du ja schon... Du könntest aber jetzt mit derselben Technik ein
Kannst du auf der, lass uns das weiterspinnen. Ich möchte jetzt für den Zollbeamten ein Linux haben, wo nichts drauf ist. Ein Zöllner-Anschau-Linux. Jupp. Kann ich dann sozusagen über dieses BIOS-Menü eine andere UEFI einschalten, die was ein Linux hochfährt? Du könntest da drittes installieren und dann dort... Ja, also ich will kein Windows, sondern nur zwei verschiedene Linux, ja. Ein echtes und ein Fake. Dann wäre es halt noch sinnvoll, in demjenigen Grub-Menü dort das auszutragen. Ja, das andere, weil das würde das eine auch wieder finden beim Installieren. Aber der Grub ist dann zu clever und verrät mich dem Zöllner. Also den würde ich dann vielleicht dort wieder rausnehmen. Das heißt, ich habe mehr Aufwand, wenn ich ein Fake Linux einsetze, als wenn ich ein Fake Windows einsetze. Jupp, ne? Das ist richtig. Also eine erstmals nach 236 Folgen im Bitterhauer-Podcast eine Existenzberechtigung für ein Windows-System. Für Windows-Systeme. Das Zöllner Vorgaukel-Betriebssystem. Genau. Tja, gut zu wissen. Mhm. Insgesamt funktioniert es dann ganz gut drauf. Also bin mit der Performance von dem Gerät halbwegs zufrieden. Prozessor könnte schneller sein, aber das war mir im Vorhinein eigentlich eh klar. SSD könnte auch ruhig ein bisschen schneller sein, aber ist okay. Das ist eben, wie du zuerst gesagt hast, ein besserer Netbook, oder ich würde sagen, das ist ein Netbook, das, was früher die Netbooks waren. Die haben jetzt diese 1376x768 Auflösung, das heißt, du kannst auch manierlich programmieren drauf, das reicht voll aus. Mattes Display, schöne Tastatur. Ja, Und du zahlst so viel wie früher für ein Netbook. Also es ist schon mehr, die Netbooks haben damals so gekostet, zwischen 250 und 350 Euro, und das kostet jetzt 450. Weißt du, kriegt man jetzt eigentlich moderne Netbooks oder kriegst du nur gebraucht? Oder hat das jetzt schon voll der Tablet-Markt aufgefressen, diese Preisklasse? Also ich hab geschaut, was es so gibt an kleinen Geräten sonst noch. Klassische Netbooks eigentlich nicht, eher dann Ultrabooks gibt es noch kleinere. Also du kriegst 10 Zoll Geräte, die wirkliche High-End-Hardware sind mit 8 Gramm und flotten SSDs. Du kriegst teilweise auch noch eher No-Name, aber doch auch noch Netbooks. Die haben aber dann das alte Leiden, das die Netbooks auch hatten, nämlich sehr wenig RAM. Also irgendwas zwischen 1 und 2 Gigabyte. Ich denke, das mit dieser Windows-Begrenzung damals oder Microsoft noch in so einer Begrenzung. Ja, und es ist halt auch billiger, nicht? Ja, ja. Und es ist halt das heißt, die machen da dann nicht wirklich Freude, wenn du was Kompliziertes drauf tun musst. Genau. Weil es ist doch, wenn du halbwegs modernes Linux verwendest, fängst du mal an so bei 500 MB im Minimum. Ja, ja. Und dann ist die Frage, willst du einen gescheiten Browser darauf laufen lassen oder kommst mit einem abgespeckten aus? Wenn du dann Firefox oder einen Chrome drauf laufen lassen willst, dann fährst du schnell beim 1 GB schon ins Wappen. Also hier ein Aufruf an unsere Hörer, wer ein altes Netbook hat, das er nicht mehr braucht, bitte mir ein Angebot schicken. Ich möchte für meine diversen Schüler und wenn ich Klassen habe, wo ich vor Ort bin, geht es mal darum, dass ich einfach viele Netbooks in einen Art Rucksack rein tue und halt eine Gruppe vor Ort ausstatten möchte mit Computern. Die müssen nicht super sein, weil ich in Linux drauf war. Hiermit aufgerufen. Ja, also mir bitte schreiben, habe ein Netbook zum Abgeben und ich kann sogar ein bisschen was zahlen. Apropos Distributionen für solche Rechner, da gab es ja früher, ich weiß nicht, ob du das kennst. Ja gut, das ist schon richtig hardcore. Ich habe eher gedacht an Crunchbang. Kannst du dich an das erinnern? Nein, da musst du mal helfen. Debian-Distribution, so alles in schwarz-weiß gehalten, mit OpenBox drauf installiert und das ist gelaufen so also ab. Sehr ressourcenschonend. Sehr ressourcenschonend, aber doch recht hübsch und einen sehr netten Installer dann drauf. Also du hast einmal ein Basissystem installiert, wo WLAN und so weiter schon alles da ist. Und dann, wenn du das erste Mal dich anmeldest, dann kommst du durch einen 20-Schritt-Installer noch dazu, der dir da rein auch abfragt, was du denn jetzt noch haben willst. Willst du einen C-Compiler installieren? Willst du LibreOffice installieren? Ja, ja. Brauchst du Drucken? Brauchst du so richtig die unterschiedlichen Standard-Use-Cases von einem Rechner sind abgedeckt, sodass du nicht vorher schon die Festplatte zumüllst mit Zeug, aber dann wirklich mit einem ganz einfachen Ja-Nein-Installer die Sachen kriegst. Das sind eh nur dann im Endeffekt die Pakete, die per App installiert werden vom Debian-System. Nicht? Und das war Debian-basierend. Debian-basierend. Und gibt es die jetzt noch? Oder? Und gibt es wieder. Aha, die ist nämlich quasi eingestellt worden, weil der Maintainer, ein Engländer, das für nicht mehr notwendig erachtet hat, weil er gesagt hat, eben in Zeiten von Lubuntu, Xubuntu und Co. Ja. Ist das nicht mehr so wirklich der Bringer. Und außerdem haben die Leute eh schon schickere Hardware und daher ist das nichts mehr. Und das hat die Community nicht so gesehen, dass das keine Berechtigung mehr hat. Und es gibt mittlerweile 5 oder 6 Nachfolgeprojekte davon. Und eines davon scheint sich so ein bisschen durchzusetzen, also den meisten Marktanteil zu haben. Und das nennt sich Bunsen Labs.
Und das ist eben dann der Nachfolger vom Crunchbang und schaut wieder ziemlich genauso aus wie das Crunchbang. Es hat sich angeblich noch nicht sehr viel Neues getan, jetzt auch noch nicht installiert neu. Aber man hat wieder. Also es gibt ein Low-End, also ein Debian für customizable Low-End. Ja, aber trotzdem bedienbar. Ja, also es ist eben nicht gedacht, dass man da der High-End-Scripter ist, sondern dass man sich durch ein paar Ja-Nein-Abfragen sein System hinkriegen kann, auch auf alter Hardware eben. Das ist ideal, um ein Familienmitglied ein altes Hardware... Oder wie du zuerst gesagt hast, so Netbooks, nicht? Die haben nicht viel RAM. Ja. Und da kommst, also das reine leere System hat angefangen so bei 110 Megabyte, wenn es gebootet war. Und das ist doch hübsch, wenig. Ja, coole Sache, weil ich mal gut, dass du das sagst, weil ich habe es beschlossen, einmal ich habe noch 4 Netbooks zu Hause und wollte ich mal wieder drüber installieren. Ja, und du kriegst damit ein aktuelles Debian, ne? Mit einem aktuellen Kern und das passt. Also du bist sicher unterwegs und die Sache hat Hand und Fuß. Jo, das war's zu dem EFI. Noch was Nerdiges? Ja, machen wir die Nerd-Themen zuerst. Na dann tippen. Du hast eine Tastatur gekauft. Ich habe Geld versenkt und habe mir ein Cherry MX3 Keyboard gekauft. Ich weiß nicht, wann du Computern gelernt hast, auch vielleicht in der Schule auf so alten Tastaturen, die noch so richtig geklackert haben. Klack, ja, mit so tollen Lichtern, ja. Damals war das... Die IBM-Tastaturen, ja, da hatten sie genau. Ich finde, die waren geil. Ganz genau. Und die gibt es jetzt quasi wieder. Gibt's? Ja, sehr gut. Also diese klackernden Schalter sind Mikroschalter. Da ist der Haupthersteller zurzeit Cherry. Und die gibt es hauptsächlich für Gamer. Weil die das wollen, weil die super zuverlässig sind, diese Tastaturen und Millionen von Tasten nicht drücken. Bei Counter-Strike niedergemacht werden, weil die Taste ein bisschen schwammig ist. Ja, sondern auch, weil sie sehr schnell ist und es gibt unterschiedliche Farben von diesen Mikroschaltern, die dann unterschiedlichem Ansprechverhalten entsprechen, also wie sehr du reinhauen musst und wie laut es klackert und so weiter. Und ich habe mir die mit den blauen Schaltern gekauft. Das ist so das gefühlt so das am ehesten an den alten dran, was ich so gelesen habe. Und es fühlt sich auch wirklich wieder so an wie die alten Tastaturen. Was legt Tastatur. Man hin für eine Tastatur? Also das ist keine Gaming-Tastatur, das ist Cherry, das ist so richtige Office-Tastatur, so ganz normales Tastatur-Layout, da geht es so los bei 60 Euro zurzeit. Bei den Gaming-Tastaturen, da sind wir da schnell auch bei 200. Je nachdem, ob die dann hintergrundbeleuchtet sein sollen, mit Farbeffekten. So ein bisschen den Verdacht nicht loswerden, dass die wirkliche Hardware, die drinsteckt, in keinster Weise den Preistag rechtfertigt, sondern dass da einfach so eine gewisse... weil Gamer wollen prinzipiell das Beste und so und sind auch bereit, dafür Geld auszugeben und da gibt es halt Gamer-Hardware. Also die Cherry-Switches haben eben ihren Preis, das ist das eine. Und teilweise erklärt sich der Preis schon alleine darüber, was sie verbauen an Leuchtdioden in diesen... Weil die einfach funkelt, oder? Weil die funkelt, also kannst dann so... Kannst im Dunkeln spielen, findest du das. Das ist schon. Und auch so Neonfarbeneffekte, Regenbogenfarbeneffekte und Animationen. Das ist ein eingebautes Moodlight. Und teilweise haben sie einen USB-Hub eingebaut und Makrorekorder. Für die Tasten schon. Mein letztens erst ein Bekannter erzählt, hat sich immer so gewundert, dass Kinder zu Hause und die haben ein ganz klares Limit, wann sie am Computer arbeiten dürfen, also spielen dürfen am Abend und wie lange nicht mehr. Und das war eben auch am Router konfiguriert alles und so. Und es war dann seltsam, wenn sie dann geschaut haben, erstens einmal waren die Kinder viel länger ruhig und beschäftigt. Also sehr verdächtig, Und irgendwie war das alles sehr verdächtig und dann sind sie draufgekommen, der Junior hat das Kennwort von der Mami mitgeschnitten, wo sie es einmal eingegeben hat auf der Tastatur mit Makrorekorder von der Tastatur. Tja. Ja, also so das... So geht's, wenn man die so Kinder überwachen will. Ganz genau. Zurücküberwacht. Dann wird man dann selber gelinkt von ihnen. Ja. Aber man immerhin haben bewiesen gewisse Intelligenz, die sagen uns okay. Passt, Noch ein Hardware-Thema hätte ich. Bitte. Entschuldigung, ich muss kurz einflechten. Es gab auf opensource.com so einen Thread, wo auf einen Reddit-Thread verwiesen wurde zum Thema Kinder und ihre Eltern. Hilfe, meine Eltern verbieten mir Linux zu installieren, in so 16-Jähriger auf Reddit. Und sie erlauben es nur, wenn ich darauf einen Windows-Virenscanner laufen lasse, weil es ist... Also, hast du es mitgekriegt? Nein, das passt. Ja, und opensource.com hat dann daraus einen offenen Brief an die Eltern gemacht und erlaubt doch euren Kindern ein alternatives Betriebssystem. Ja, wäre schön. Das ist so ein Henne-Ei-Problem halt bei uns auch in den Schulen, nicht? Also woher soll es kommen? Woher soll es kommen, ne?
können wir auch mal drüber reden, über das Thema mit den Schulen. Ich habe noch ein Hardware-Thema. Ja. Mir ist ein Drucker eingegangen. Ich habe ein bisschen recherchiert, was denn ein neuer kostet. Also, mir hat das interessiert, so diese Tintenstrahler. Also so ein Tintenstrahler. So ein All-in-One-Gerät. So ein All-in-One-Gerät. Genau. Und wobei Fax braucht man es eh immer weniger. Ja, Fax brauche ich auch nicht. Ja. Mir geht es darum, ich wollte dann einen Scanner haben, so einen Einzelblatt, automatischen Einzelblatt-Scanner, der halt, wenn du dann Stoß reinlegst, da rein nach die rein scannt. Ja, sehr gut, ja. Dass man nicht jede Seite einzeln. Dann halbwegs gutes Druckbild, halbwegs schnell. Er sollte eine Netzwerkschnittstelle haben und so weiter. Habe so zum Recherchieren angefangen. Und die Dinger gibt es zu schockierend niedrigen Preisen. Ja, also 30 Euro aufwärts und so. 30? 30. Für All in One? Für All in One, ja. Nämlich genau das Nachfolgemodell von dem Drucker, den ich zu Hause stehen habe. Das ist also ein HP 1510 oder sowas. Und da das Nachfolgemodell, der hat damals kostet 100 Euro, was ich damals für Billigkeiten habe. Und du wolltest separate Farbtanks, oder? Ich wollte halt nicht so extremes Verhältnis haben und ich wollte vor allem schauen, was es so alles gibt. Die Harde ist ja von den meisten ungefähr gleichwertig. Also wenn du wirklich nichts ausgibst dafür diese 30 Euro Drucker, ich habe mir sowas dann auch in die Hand genommen und angegriffen, das ist halt auch wirklich Plastik und so. Das wird halt dann auch Handyschienen und so, da darf man sich auch nicht wundern. Aber es war ganz nett zu sehen, mich hat wirklich das Preismodell dahinter interessiert, wie ist das eigentlich kalkuliert. Und da ist ein sehr hübsches Beispiel, die Firma Epson. Ja. Von der Firma Epson kriegt man nämlich diese Drucker immer in zwei Bauvarianten. Das eine ist die normale Bauvariante und das andere ist die EcoTank. Also du kriegst den gleichen Drucker mit dem Feature, dass er nicht diese einzelnen Tintenpatronen hat, die du da reinfrimmelst, sondern, so Flascherl, ne? Sondern der hat außen ganze Druckertanks, die du über Flaschen nachfüllen kannst. Und da ist es dann eben sich interessant, diese Relationen anzuschauen, wo dann ein Drucker, der auf der einen Seite 100 Euro kostet, auf der anderen Seite 400-500 Euro kostet. Also wer sich für das Thema interessiert, einfach... Also wenn es auf die Kosten pro Seite sozusagen umlegst. Genau. Ja. Und sind die jetzt ein Werbeschmäh, diese Flaschen, oder ist das wirklich dann günstiger mit dem EcoTank? Das ist dann wirklich wesentlich günstiger, aber es ist halt die Frage, ob du genug druckst, dass es sich rechnet, weil du ja für den Drucker mit denen Drucker mehr, so viel mehr zahlst, nicht? Und ist der Drucker dann höherwertig gebaut, oder meinst du, ist dasselbe Plastik? Es ist ganz dediziert, sie geben dir direkt auch an, welcher Drucker welchen entspricht. Du kriegst also wirklich jeden Drucker, den sie so herstellen, Homeoffice-Small-Business-Geschichte, kriegst in zwei Varianten, du weißt immer genau, das ist der zu dem, das ist der zu dem, du siehst das über die Seitenzahlen und so weiter. Und hast du rausgekriegt, die meisten Tintenpatronen haben ja heutzutage schon einen Chip, das nicht so leicht von einem Dritthersteller Tinten nachfüllen lassen kannst, ne? Ist das bei diesen Flaschen dann auch? Nein, das ist wirklich nur Farbe, die du dort reinlässt. Das heißt, du hast eine Chance, dass da irgendwann mal ein cleverer Dritthersteller auf den Markt kommt, der da auch die Flaschen verkauft. Gibt es auch schon. Ja, ja. Es ist aber eigentlich auch so, dass du von jedem Druckerhersteller mittlerweile über Drittanbieter nachkaufen kannst, weil die einfach leere Patronen sammeln, auffüllen, die Chips resettieren und dann sind sie wieder verwendbar. Ja, ja. Die Frage ist, man verliert im Allgemeinen dann den Garantieanspruch, nicht? Nach 2 Jahren, ne? Ja, genau. Ja. Und die Frage ist, ob man sich damit einen Drucker, ob man das Risiko eingehen will, dass man sich einen Drucker damit verklebt. Ne? Das ist immer so ein bisschen das die Gefahr. Das hast du aber auch, wenn es nur original war. Das Risiko hast du auch einmal verkleben. Ja. Ja, ich muss sagen, ich arbeite in einem Büro mit meinem Vater zusammen und derzeit haben wir nur noch einen großen, wie ist der All-in-One? Früher haben wir zwei gehabt. Und es ist immer ein Drama, weil kaum wird einer hinig. Gibt's das andere das gleiche Modell nicht mehr. Und es gibt auch kein Modell mehr mit kompatiblen Patronen. Ich bin mittlerweile schon ziemlich angefressen. Ich würde mal gern wenigstens ein Nachfolgemodell haben, was die gleichen Patronen weiterverwendet. Ne? Aber du willst Farbe drucken? Ja, kommt leider ab und zu. Und du willst Tinte drucken und nicht Laser? Ja, nein, wollen wir nicht Laser. Weil ich habe jetzt einige Jahre schon zu Hause einen gescheiten Laserdrucker. Ich habe in einer Firma gearbeitet, wo ein gewisser Laserdrucker immer wieder verwendet worden ist, also ein Kyocera-Drucker. Das war so der Abteilungsdrucker, der stand in jeder Abteilung, wurde dort nie gescheit ausgenutzt. Und ich habe mir auch so einen gekauft, den habe ich jetzt mindestens 9 Jahre zu Hause im Betrieb und ich habe wirklich relativ... Das ist ein Schwarz-Weiß-Laserdrucker, aber auch Netzwerkinterface, doppelseitig, also dreht automatisch das Papier um und habe mittlerweile 30.000 Seiten gedruckt, ohne irgendein Hardware-Problem zu haben. Das ist wirklich auch angenehm, wenn du wirklich dich um das Zeug nicht kümmern musst. Gibst da einen neuen Toner rein und der geht wieder. Ich meine, da gibt es auch Sachen, die sich dann verbrauchen im Laufe der Zeit, aber das wird der Drucker, glaube ich, auch nicht mehr erleben. Irgendwann wird dann die Hardware doch müde. Also insgesamt findest du also diese Epson Economy
Flascheln nicht so schlimm. Also, das ist halbwegs okay. Man muss ein ziemlich hohes Druckvolumen haben. Ich würde mir wahrscheinlich das nicht kaufen, weil es billiger noch immer käme mit den Patronen. Da haben die größeren Drucker eben auch, wie du vorher gesagt hast, die einzelnen Farbpatronen, sodass die Farben einzeln tauschen kannst. Und du kriegst die Flaschen hast du ja auch einzeln. Ne? Ja, ja, aber auch die Tintenpatronen für die billigere Variante sind einzelne Farben. Ja, das ist aber jetzt eh schon Standard. Das war ja nur früher HB. Die haben so eine Multipatrone gehabt. Yep. Das gibt es jetzt aber nicht. Ich glaube, es gibt es auch noch. Da gibt es auch noch. Das ist ja die Urausbeute. Ne? Ja. Gelb, aber das sind halt die ganz billigen. Ja, halt. Ja. Und dann der nächste Schritt, ganz am Anfang, die waren auch so, die haben schwarz gemischt aus den Farben. Das war dann besonders teuer. Das macht witzigerweise mein Epson jetzt auch. Also der schimpft, dass zwei Farben leer sind. Ja. Und wir haben halt noch keine Lust, die jetzt zu wechseln. Einfach so, weil es lästig ist. Ne? Und jetzt musst du beim Druckertreiber sagen, du möchtest den schwarz-weiß drucken. Ja. Sonst, auch wenn da am Dokument keine Farbe ist, du da immer schwarz-weiß sozusagen aus allen Farben ein bisschen zusammenmischen. Mischen, ja. Das ist eigentlich ein Defizit vom Treiber. Ne? Eigentlich sollte der Treiber das erkennen. Der Treiber ist ein bisschen auf Verbrauch eingetrimmt. Ja, ein schnell gestrickter. Ja, sicher. Ne? Kann man damit mehr verkaufen. Ja, ein witziges Thema habe ich, was mein Handy angeht. Das habe ich, glaube ich, schon mal angekündigt, aber nie dann wirklich drüber geredet. Ich habe den seltsamen Effekt, dass das RAM, das auf meinem Handy ist und als frei angezeigt wird, immer mehr wird. Ja. So im Schnitt sind das jetzt 50 Megabyte in der Woche. Bin gespannt, wie lange das weitergeht, ob das ein Bug ist, ein Memory Leak, keine Ahnung. Eine sehr, sehr, sehr eigenartige Geschichte. Am Anfang waren es 550 Megabyte frei, das ist so ein Samsung Galaxy S4 Mini. Und mittlerweile bin ich bei 920 Megabyte, die angeblich frei sind. Ich habe aber nichts geinstalliert. Ja, cool. Also irgendwie interessant, was da passiert. Bin gespannt, sind irgendwelche Cloud-Service pleite gegangen. Und ich frage mich, ob da irgendwelche Sachen drauf waren, die jetzt langsam davon verschwinden. Mhm. Würde mich interessieren, ob das wer anders auch festgestellt hat, dass er mittlerweile mehr RAM auf seinem Handy hat als noch vor ein paar Wochen. Und wie eigenartige Geschichte. Memory, ja, letztens habe ich noch geschaut, Memory am Desktop unter Linux, da kann man schauen, so mit Top und so weiter. Ja. Und das ist irgendwie alles nicht so wirklich bequem und vor allem, was ist denn wirklich verbraucht und was ist Cache und so weiter. Ein bisschen herumgesucht und ein altes Skript wiedergefunden, das es noch immer gibt, das heißt PSMem. Ein Python-Skript, also es muss Python am Rechner installiert sein und das sucht sich dann wirklich sehr hübsch raus zu jedem Programm, das man am Laufen hat und zu jedem Prozess, wie viel Speicher verbraucht ist, sortiert es der Reihe nach und gibt es hübsch in einer Textprogramm oder Konsolenprogramm und läuft geschwind durch. Was mir nicht dran gefällt ist, es braucht Root-Rechte, warum auch immer. Aber es ist wirklich nur Python-Skript, also man kann es auch einfach lesen, was da drinnen steht. Und man hat wirklich hübsch eine Übersicht, was gerade von welchem Prozess verbraucht wird, also ob man irgendwelche Memory Leaks fährt oder so. Und nicht, was jetzt gerade irgendwie ausgelagert ist und gecached ist und so weiter. Also da wird man nicht in die Irre geführt. Ja, okay. So, jetzt wird es langsam weniger nerdig. Zum Thema Python und weniger nerdig kann ich einflechten, dass ich gerade einen Erwachsenen schule. Das wird dankenswerterweise vom AMS übernommen. Also man kann bei mir auch als Erwachsener programmieren lernen. Und da macht man natürlich, es stand auch in der Beschreibung drinnen, wir machen ein Spiel mit Python, kriegt einen Python-Kurs. Und das ist natürlich ein Dungeon-Crawler, ein Roguelike. Ne? Und für Erwachsene. Natürlich beim Horst. Ja, natürlich beim Horst. Also, ich muss auch sagen, das ist jetzt kein Fake oder so, das stand auch im Angebot an das AMS drin, das wurde so bewilligt. Ja. Und das Schöne ist, oder wie soll ich das Interessante für mich, ist das erste Mal, dass ich mit einem Erwachsenen direkt sowas mache. Ja? Und ein Kurs für einen Erwachsenen muss ich natürlich anders aufbauen als ein Kurs für ein Kind. Ja? Und das Schöne ist, mir fällt jetzt auf, was ich alles unterrichte, während ich sozusagen unterrichte, wie man ein Roguelike, also so ein Dungeon Crawler, programmiert. Und von GitHub über Wahrscheinlichkeitsrechnung, über Klassen natürlich, Objekte und so. Also wirklich alles drinnen. Und ich habe große Hoffnung, wenn der Kurs vorbei ist, dass ich es ein bisschen aufschreiben kann und dadurch meine diversen Python-Tutorials aufmotzen kann. Und es ist vielleicht auch eine Motivation dann für andere, was zu lernen. Teilweise, oder bei mir in einen Kurs zu gehen. Teilweise, weil sie sehen, dass sie die Sachen eh schon können oder kennen aus der Schule noch. Ja.
Oder umgekehrt, weil man halt auch was lernen kann, was man noch nicht konnte. Ja, also es ist also ein Nicht-Programmierer, also der hat keinerlei Programmiervorkenntnisse. Aber Schulbildung hat fast jeder. Ja, Schulbildung hat fast jeder und was natürlich ein Riesenunterschied ist, die Motivation, die jeder mitbringt. Ne? Wir können mit dem Thema Spiele überhaupt nichts anfangen, dass das dann mehr Strafe, wenn wir uns jetzt noch mit einem Spiel beschäftigen müssen, nur weil sie programmieren lernen wollen. Und bei anderen ist halt genau umgekehrt. Ne? Will er eigentlich programmieren lernen? Ja, ja, also, nein, will sogar Spiele programmieren lernen. Ah, so. Oft auf einen Job in der Branche. Ja. Ja, und aber das Witzige ist für mich, es gibt ums Programmieren herum so viele Soft Skills, die du und ich wahrscheinlich voraussetzen, zum Beispiel mit GitHub arbeiten und so. Und für einen Nicht-Programmierer sind die aber alle zu erlernen, ne? Woher sollst du das wissen? Und ich denke, dass diese Soft Skills ums Programmieren herum fast wichtiger sind als die konkrete Programmiersprache, die du jetzt lernst. Zum Beispiel einfach mit einem Issue-System auf GitHub ein Projekt zu verwalten und sich die Arbeitsschritte aufzuschreiben und abzuhaken und zu protokollieren, ne? Also praktisch gewisses Selbstprojektmanagement zu treiben. Weißt du, dass es ein Open-Source-Git-Buch gibt? Ein Buch über Git? Ja, ja, ja. Auf der Git-Webseite. Ja, ja. Das gibt's ja sogar auch in... Ja, ach, ein ganzes Buch ist das und auch sogar ins Deutsche übersetzt. Mhm. Also gibt es mittlerweile auch einiges an Material. Ich habe jetzt ein Buch gelesen, das nicht Open Source ist. Ja. Also da muss man für die Dead Tree Version was hinlegen. Das nennt sich Git einfach nur, das Buch. Git. Mhm. Auch ein deutsches Buch über Git. Das war wieder sehr gut zu lesen. Ich habe gemerkt, ich habe am Anfang, wo ich Git gelernt habe, nur das Notwendigste gelernt und dann halt immer so dazu gelernt. Und es war doch immer eine gute Idee, wirklich das Ganze sozusagen mal durch, noch zu schauen, was weiß man alles, was weiß man nicht und was fehlt einem so alles. Es war gar nicht so viel, was man dann gefehlt hat, aber jetzt hat das alles so insgesamt einen schlüssigen Rahmen. So, das ist auch ganz gut. Also ja, na, das Git ist sowieso eine coole Geschichte. Und ein Git-Repository muss man nicht auf GitHub hosten. Ja, man kann sie auch einfach nur selber hosten auf seinem eigenen Rechner. Gibt es auch einige Varianten, wie man das machen kann, ob man ein Webinterface haben will dazu oder nicht. Aber es reicht an für sich. Also, dass du für dich selber ein Webinterface aufbaust? Oder? Auch das geht. Gibt es auch, glaube ich, 5 oder 6 Services dazu, je nachdem, was man hat. Muss auch nicht für dich selbst sein. Kann es sein, dass du mit anderen Leuten zusammenarbeiten willst, aber auch nur für dich selbst kannst du eins machen. Also, ich finde allein diese Versionierung, ich habe es vor Git selber, haben mir immer alle Leute gesagt, ja, verwend SVN und verwend CSV für deine eigenen Projekte. Es zahlt sich aus, nicht immer. Ja, ja, ist mir zu kompliziert. Ne? Und es zahlt sich aber enorm aus. Absolut. Allein wenn du einen Python-File hast, der main.py hast und sich jetzt stündlich ändert, weil du halt wie dran rumprogrammierst, willst du die Versionen haben von dem. Du willst ja nicht main1.py und main2.py nehmen, weil dann die ganzen anderen Files nicht mehr funktionieren. Und auch für deine Kurse, super Geschichte. Ne? Du könntest unterschiedliche Stadien eines Programms damit dokumentiert haben. Ja, das mache ich ja derzeit. Ne? Das ist speziell gut, wenn du im Nachhinein dann versuchst, ein Tutorial draus zu schreiben. Ne? Und wenn wer einmal gefehlt hat, dann kann er sich halt das von der nächsten Stunde noch dazu holen. Ja. Ja, theoretisch. Ja, Merchant, nicht? Kann man dann gleich Merchant? Das Merchant ist nicht das Problem. Ja. Was ich sagen muss, die Schüler, die jünger sind bei mir und schon ein bisschen länger im Kurs sind, verwenden auch GitHub, weil ich ihnen auch sage, legt dort ein Projekt an. Und denen macht, die sind immer sehr stolz, wenn sie einen Pull-Request kriegen. Also auch wenn es nur von einem anderen Schüler im Kurs ist, der am Meter neben ihnen sitzt. Aber es gibt ihnen was. Ne? Vielleicht erklärst du noch, was ein Pull-Request ist. So ein Pull-Request ist, wenn du ein... Es ist wieder schwierig, kriege ich mich, wenn ich da Blödsinn erzähle. Wenn ein Projekt auf GitHub geforkt wurde, das heißt, jemand hat dein Projekt genommen und davon eine Kopie erstellt. Muss jetzt nicht auf GitHub sein, sondern auf irgendeinem Git-System. Der hat jetzt irgendwas an dem Projekt gemacht, von dem er der Meinung ist, dass du diese Verbesserung auch haben solltest. Yep. Und du hast selber vielleicht gar keine Ahnung gehabt, dass das passiert ist oder dich nicht drum gekümmert, dann kann er dir einen Pull-Request schicken, das heißt, das ist eine Aufforderung, dass du seine Verbesserung übernimmst. Und das kann man dann eben mehr oder weniger automatisch auf Knopfdruck machen. Das ist dann der Merge, also dass dieser Fork sozusagen diese Verbesserungen von dem anderen in dein Projekt wieder zurückfließen. Wieder zurückfließen, genau. Jo. Coole Sache. Na, ohne Git. Ohne Git wollte ich nicht. Okay. Politik? Politik. Baluch. Baluch. Ich habe schon viel zu lange nicht mehr über Baluch geredet.
Martin Balluch, Ex-Staatsfeind Nummer 1 in Österreich und immer noch aktiver Tierschützer, hat einen sehr interessanten Blog, den ich sehr empfehlen kann, auch Leuten, die Fleisch essen wie ich und jetzt nicht super Veganer sind, sondern einfach sich politisch interessieren. Und er ist halt sehr aktiver Tierschützer, ist auch lang genug im Gefängnis gesessen dafür. Und was er macht, er hat sozusagen eine Feindschaft zu dem E-Graf, wie heißt der, Menstorf-Polit, der jetzt gerade irgendwas anderem verurteilt worden ist. Und was er macht, ist Jagdbeobachtungen. Das heißt, er geht, wenn eine Jagd stattfindet, geht er auf den öffentlichen Bereich, auf Straßen, wo man noch sein darf, also außerhalb des abgesperrten Jagdgebiets, und beobachtet einfach nur und fotografiert. Und das bringt die Jäger extrem auf die Palme. Und in seinem Blog steht, er wurde da auch beschossen, also die haben ein Gewehr auf. Weil es halt auch Vorschriften gibt, was man auf einer Jagd machen darf und was nicht. Ja, aber er hält sich an die Vorschriften. Ja, ja. Er geht nicht ins Jagdgebiet rein, so blöd ist er nicht. Nein, es geht ihm darum zu kontrollieren, ja, ob die Vorschriften eingehalten werden. Da gibt es eben diverse, diverse Rechtsbrüche, sagen wir es jetzt so. Ja. Ja, oder Verordnungsbrüche. Eine Geschichte, die ziemlich creepy war, findet man auf einem Video auf seinem Blog in einem Artikel verlinkt. Man ist Beobachter aus der Kameraperspektive. Die Kamera hat eine Frau über ihren Kopf gehalten die ganze Zeit und die ganze Zeit in die gleiche Richtung. Auch von einem Feldweg auf eine Straße, wo ein Geländewagen gestanden ist. Und von diesem Geländewagen kommt ein Mensch auf einen zu, der eine Flasche in der Hand hält. Und der Mensch schaut seltsam aus. Wenn man näher kommt, sieht man, dass der eine Maske aufgesetzt hat, nämlich eine Martin-Balluch-Maske. Mhm. Und wo er dann ganz nah ist, murmelt er etwas Merkwürdiges, schraubt die Flasche auf und er gießt den Inhalt über einen selbst drüber. Also über die Frau, die über die Frau, die gerade die Kamera die ganze Zeit hält. Und man weiß nicht genau, was es für Flüssigkeit war. Es war auf jeden Fall was, was die Haut gereizt hat. Und auf Nachfrage dann beim Herrn Menstorf-Pouilly hat er gesagt, er kann ausschließen, dass es sowas gegeben hat. Das Video scheint was anderes darzustellen. Ja, und also da, das Video werden wir verlinken, einfach das nur, den Artikel. Einfach nur sein Blog lesen. Also was ich extrem interessant gefunden habe, ist, abgesehen davon, dass meine Vorurteile halt bestätigt über gewisse Parteien und deren ihre Anhänger, ist es, dass er immer wieder auch mit Jägern diskutiert und auch Zuschriften kriegt von Jägern, natürlich sehr viele Hass-Postings und so. Aber eben auch, wie er auf seiner Homepage auch schreibt, er kriegt auch Zuschriften von Jägern, die selber darunter leiden, wie sozusagen gewisse Bonzen oder gewisse Jagdpächter halt das Jagdrecht handhaben oder das Jagdwesen handhaben und die mit denen nicht in, also die halt andere Ansichten haben. Sind zwar Jäger, aber da haben wir tierschutzfreundlichere Ansichten, kann ich mal so formuliert. Ja, da geht es ja nicht so sehr um Jagd, um des Hegens willen. Nicht? Der Jäger ist ja ein Heger des Wildes, sondern da geht es halt über weite Strecken halt um politische Klicken, die sich da treffen. Eigentlich und etwas, was uns auch sehr betrifft, es geht darum, wer darf wo sein? Ne? Wie öffentlich ist ein öffentliches Grundstück? Auch das, ja. Also ganz konkret, also wo darf ich mich aufhalten? Welche Bewaffneten dürfen in Österreich herumlaufen und mich von der Straße verjagen? Das sind halt Jäger. Und mit welchen Leuten stecken die dann wieder unter der Decke? Wie kann es sein, dass der Landeshauptmann dann der Chef vom Jagdverband ist und die illegale Jagdkarte betreibt und lauter so Zeug halt. Aber das Interessante am Balluch-Blog war, dass er halt geschrieben hat von Jägern, die ihn jetzt halt nicht voll unterstützen, aber zumindest teilweise. Ne? Und dass er da auch sagt, also es leiden viele Jäger darunter halt, mit gewissen Jägern in einen Topf geworfen zu werden, weil die halt, sind jetzt keine Veganer als Jäger und sind auch für die Jagd, aber haben halt trotzdem modernere Ansichten als gewisse Ultra-Traditionalisten, die am liebsten in der Monarchie leben. Und einfach Balluch-Blog lesen. Also sehr empfehlenswert und leider auch, finde ich es leider, muss ich sagen, sehr aufklärerisch darüber, wie Österreich funktioniert. Also glaubst du wirklich, wir leben noch unter Metern? Also. Naja. Als Stadtmensch habe ich drin. Tracking, ja. Ich habe mir installiert vor einiger Zeit in meinem Browser das Ghostery-Plugin. Was kann das? Das zeigt dir zunächst an, welche Tracker auf einer Webseite installiert sind, die du gerade ansurfst. Und du kannst es auch so konfigurieren, dass es die auch blockt.
Das heißt, do not track diese... Also, von der Funktionalität her ist es ein do not track. Ja. Es werden einfach die Ressourcen nicht nachgeladen, beziehungsweise dorthin keine Daten übertragen. Dieses Tracking funktioniert über JavaScript oder über das Cookies? Das ist eigentlich immer JavaScript. Mhm. Cookies verwendest auch zum Tracking, aber nur aus der Domäne immer selbst. Das ist im Großen und Ganzen meistens illegitim, in dem Sinn, dass du halt einen User verfolgen Und du kannst die Cookies ja relativ leicht abschalten. Ne? Du könntest auch Cookies abschalten, aber dann kannst du dich meistens nirgendwo mehr anmelden. Aber die Cookies sind meistens nicht das Thema für diese Sachen, sondern eigentlich eher JavaScript-Dateien, die halt Daten auslesen und Daten übermitteln. Und es ist dann echt überraschend, wie viele auf den unterschiedlichen Webseiten so drauf sind. Also Google AdSense ist ein Klassiker, aber es gibt eben wirklich Unmengen teilweise. Und da werden wir auch einen Artikel verlinken, das ist recht witzig. Der Artikel war... zitiert in der Online-Zeitung The Verge und hieß mit dem Titel The Slow Death of the Web, also der langsame Tod des Webs, wo eben ein Screenshot, wo eben gesprochen worden darüber ist, dass eben das Web so furchtbar kommerzialisiert worden ist und so weiter. Und dann hat ein Autor eines Blogs diese Seite angesurft, die eben diesen Artikel anführt. Und dort einmal geschaut. Und dort geschaut. Und dort war dann eine Liste von 14 Trackern drauf. Mhm. Und diesen Screenshot hat er in seinem Blog drinnen, den werden wir auch in die Shownotes reingeben. Okay, das ist recht witzig. Das ist, ich habe gerade den Namen vergessen, das ist da eigentlich nämlich auch ein Bekannter aus der Linux-Szene, der Autor von dem Cluetrain-Manifesto, und der war mal auch Podcaster in der Linux-Show 1997. Das war mein erster Podcast, den ich je gehört habe, 1997. Also ich bin wieder über Ecken drauf gestoßen. Auf der Nullsuppen der Wie lange schon Podcast gehört? Wahnsinn. Da hieß es auch noch gar nicht Podcast, da hieß es eben noch Show. Und da waren das noch Shows. Ja, das ist das Ghostery-Plugin. Ja. Ich habe jetzt keine Überleitung, aber ich würde gerne darüber reden, dass wir am 32C3 sein werden in Hamburg. Falls Sie, liebe Hörer, auch dort sind, bitte uns kontaktieren, am besten im Voraus per E-Mail. Wie sind wir denn erkennbar? Ja, wir schauen so aus wie... Wir schauen alle so aus, glaube ich. Das werden wir nachher machen. Wir lassen ein Foto von uns machen und das stellen wir in die Show Notes. Und wir möchten dort einen Podcast aufnehmen, und zwar auf Englisch für das International Open Magazine. Da haben wir jetzt schon lange keinen gemacht. Und da wird es halt um den Kongress gehen und um Themen, die wir halt vor Ort sich ergeben werden, weil wir hoffentlich viele interessante Leute treffen werden, die etwas ins Mikrofon quatschen. Vielleicht auch noch kurz für die, die von dem noch nichts gehört haben, soll es ja auch noch Leute geben. Da 32C3 hast du zuerst gesagt. Das 32 steht für die 32. Ausgabe. C3 ist für CCC, für Chaos Communication Congress. Der Chaos Communication Club, heißen die so? Nein, Chaos Computer Club. Chaos Computer Club, genau, ist der Berliner... Deutsche. Ja, ja. Aber aus der Stadt Berlin. Ist er aus Berlin? Ist eigentlich aus Berlin. Er hat Chapters in allen möglichen Städten, aber ursprünglich aus Berlin. Und der Computerclub schlechthin, man könnte sagen, der Hackerclub, aber jetzt nicht im Sinne, naja, schon auch im Sinne der Cracker, aber durchaus auch im Sinne der Hacker, im Sinne von ein Hack, eine kluge Lösung für ein Problem zu finden. Und dieser Kongress hat angefangen eben vor 32 Jahren in einem kleinen Rahmen, damals auch noch in Hamburg, ist dann immer mehr gewachsen, ist dann zurück übersiedelt nach Berlin und mittlerweile in Berlin ist alles aus den Ufern gelaufen, so große Veranstaltungsräumlichkeiten immer hatte. Mittlerweile ist er wieder in Hamburg, im CCH, das ist das Kongresscenter in Hamburg. Und sie erwarten so in der Größenordnung von 10.000 Leute dort. Also da wird es sich ganz schön abspielen. Und Gerüchten zufolge soll es einen ganz tollen Eröffnungsbeitrag geben mit Snowden und so, habe ich gerüchteweise gehört. Schon wieder? Na, Snowden war schon mal. Keine Ahnung, ich habe noch nichts gehört. Also ich bin schon sehr gespannt. Das ist ein Riesenprogramm mit vier Tracks. Wir haben im Laufe des letzten Jahres eigentlich unzählige meiner Bekannten gesagt, ich muss unbedingt am Chaos Computer Kongress kommen. Ja, ich war noch nicht dort. Ich bin schon sehr gespannt.
Ich war einmal, da war er noch in Berlin, da war ich nicht so restlos begeistert, aber ja, anscheinend hat sich da viel getan. Ja. Ich hätte, nein, ich brauche nichts mehr, danke. Ich hätte eigentlich nur mehr eine Geschichte. Ja, du hast Spiele und... Spiele habe ich auch noch, stimmt. YouTube. YouTube-Empfehlungen, ja. Weihnachtlich. Hier kommen wir zum schönen Weihnachten. Ein Spiel hätte ich Hill Climb Racing. Kennst du das? Hill Climb Racing. Ja. Klingt das so wie Tux Racer? Oder dass man nur 2D. Ja. Du hast am Anfang ein ganz armseliges kleines Auto, in dem du drin sitzt und musst über Hügel drüber fahren. Kannst Gas geben und bremsen. Ja. Solltest aufpassen, dass du nicht... Also so ein Sidescroller. Ein Sidescroller. Ja. Solltest aufpassen, dass du dich nicht überschlägst und dein Genick dir brichst. Am Anfang wird es dein Auto auch nicht über alle Hügel drüber schaffen. Du musst dein Auto dann aufrüsten im Laufe der Zeit. Wenn du genug Credits eingesammelt hast, die so als Münzen am Weg liegen, dann kannst du dein Auto aufrüsten, du kannst dir dann auch weitere Fahrzeuge kaufen. Es ist super simples Spielprinzip, nur 2 Tasten, schneller, langsamer, beziehungsweise in der Luft sich im Uhrzeiger und gegen den Uhrzeigersinn drehen. Das klingt ein bisschen wie dieses BMX-Racer. Ja, das gibt es auch. Also eine Variante ist auch, dass man mit Motorrad fährt. Es gibt auch alle möglichen Fahrzeuge vom Pistenraupe. Es kommt an aufs Geschickt und im richtigen Moment austarieren, wann man beschleunigt. Ganz und genau. Es ist mit 2 Tasten spielbar. Es ist nur mit 2 Tasten, genau. Ganz einfach eigentliches Spielprinzip. Aber sehr hübsch gemachte Physik. Also obwohl es nur 2D ist, fühlt es sich echt an. Und man kann Stunden versenken mit der Geschichte. Sehr gut, Es ist so ein Spiel mit so In-Game-Purchases. Also du kannst dir Münzen kaufen, aber es ist nicht notwendig. Es ist kein Open-Source-Spiel. Ist nicht Open-Source. Du kannst alles dir auch erarbeiten, indem du einfach lang genug... Und das macht furchtbar süchtig. Macht furchtbar süchtig. Ja, super, ja. Furchtbar. Das sind immer die kleinen, feinen, also einfachen Ideen, ne? die uns so verbessern. Ja. Und dann habe ich eine Linkstrecke eben auf YouTube. Also du hast mehrere YouTube-Videos zum Empfehlen. Die alle irgendwie ein bisschen was miteinander zu tun haben. Und zwar der erste Link ist, was man mit diesen Loop-Machines machen kann. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Du nimmst einen Takt auf und spielst ihn dann immer wieder ab und spielst dann drüber, nimmst dann wieder dazu auf. Das ist von Benny, The Human Jukebox und Huntington. Dieses relativ bekannte Lied Happy von, ich glaube, Pharrell Williams heißt der. Und es ist einmal sehr nett gemacht. Wobei der Benny, The Human Jukebox, stammt eigentlich von Axis of Awesome. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Sind jawohl, sag mal ein bisschen was. Australier, ziemlich schräge Band. Und das bekannteste Lied von ihnen heißt The Four Chord Song, wo sie in einem Lied, das nur aus 4 Akkorden besteht, 30 Lieder einpacken. Bekannte Sachen, bekannte Songs einpacken, die alle genau das gleiche Akkordschema haben. Ja. Und daraus erklärt sich sozusagen ihr bisheriger Misserfolg, dass sie noch nie so einen Four-Chord-Song gemacht haben. Und dieses Lied wiederum zitiert der Robin von YouTube, der diesen Four-Chord-Song auch bringt, verlinkt, aber nicht nur das macht er. Stefan, ich mache mir jetzt gerade ein bisschen Sorgen über dich, ob du eigentlich zu Hause so im Unterleib mal tagelang hockst. Pfeif auf die Kunden, ich muss YouTube schauen und so voll... Nein. Du sozial degenerierst so diese Phase. Warum soll ich die Unterhose wechseln? Ich gehe raus. Da geht es ums Lernen. Okay. Das erste, das mit dem Loop, das ist schon ein bisschen Musiktheorie. Der Four-Chord-Song, reine Musiktheorie. Das nächste ist auch Musiktheorie, das ist Autotune. Kennst du Autotune? Nein, klär mich auf. Wird Zeit, dass du dir das besorgst. Was tut Autotune? Du singst, was du willst. Und es kommt schön raus. Und es kommt schön raus, sozusagen. Oder es kommt gerade gerichtet raus auf eine Melodie. Das ist ja die urmusikalische Entmündigung. Yep. Und der Robin von YouTube beweist, was man damit machen kann, indem er zuerst ein Lied einsingt, indem er immer den gleichen Ton singt und dann eine Melodie drüber legt, sodass das wirklich nachher dann klar klingt nach dieser Melodie, also absolut richtig, wobei es klingt sehr komisch, weil es eben so leichte Computerverzerrungen dabei sind. Und dann erkennt man das plötzlich, dass man diesen Effekt schon sehr oft in sehr vielen Musikstücken gehört hat. Also die ganzen Fake Live-Sendungen. Genau, auf das kommst du dann drauf, dass das alles gibt. Volksaufklärerisch. Volksaufklärerisch. Und der letzte Tipp zum Robin von YouTube ist, dass der hat auch ein Lied eingespielt, auch auf seinem YouTube-Kanal. Das heißt Stille Nacht. Heißt das Stille Nacht? Ja. Und dieses Lied ist eigentlich von Norbert und den Feiglingen.
Kennt auch kaum wer, also eine deutsche Insider-Band, aber wen mehr Leute kennen, und da kommt auch der Link dann rein, ist von Bodo Wartke, der hat das auch aufgenommen. Es ist, der Bodo Wartke ist ein deutscher Liedermacher, den ich auch nur sehr empfehlen kann, als Teaser mit dem Stille Nacht zu beginnen, wo er erzählt, wie seine übliche, friedvolle Weihnachtsnacht damit endet, dass er fast seinen Vater umbringt. Oh je. Aber wirklich sehr unterhaltsam, es gibt von ihm unheimlich viele gute Sachen. Also das ist wirklich ein toller deutscher Liedermacher. Okay, schau ich, ob wir ihr aufnehmen. Nehmen wir. Hat mich jetzt ein bisschen gerissen. Und das ist meine Art und Weise zu sagen, schöne Weihnachten. Also du schenkst sozusagen deine YouTube-Beobachtung? Ich schenke meine YouTube-Beobachtung. Okay, und den Bodo Wartke, den lege ich allen ans Herz. Der ist wirklich gut. Also seine neue Freundin muss man einfach gehört haben. Okay. Ja, dann würde ich sagen, ich habe nicht viel zu sagen, außer schöne Weihnachten. Schöne Weihnachten. Ich hoffe, wir sehen uns am 32C3 noch heuer. Yep. Und sonst hören Sie uns alle wieder, wie gewohnt, wahrscheinlich am 7. Jänner um die Gegend herum. Und nachdem der Gregor halt nicht da ist, muss ich sagen, bis denn. Gut. Also nächster traditioneller Bierdorfer-Podcast ab 7. Jänner, Dienstag, wieder um 19.30 Uhr in der Zypresse. Genau, in der Westbahnstraße. 35. So ist es. Okay. Und guten Rutsch.